Jules oder auch Jewels war die Nummer 8 der Blacklist und ihr richtiger Name war Jade Barrett. Sie wurde in den Straßen von Pullman City geboren. Und da ich echt nicht weiß, wie man diesen Namen richtig ausspricht, benutze ich in diesem Video Jade, also ihren richtigen Namen. Okay, nur damit ihr Bescheid wisst. Schon früh spürte sie die Freiheit und den Adrenalinkick, den nur die Straße bieten konnte. Als Tochter einer alleinerziehenden Mutter, die mit mehr Rechnung als mit Träumen zu kämpfen hatte, wuchs Jewels in einem Umfeld auf, das sie hart und widerstandsfähig machte. Schon in jungen Jahren nahm sie alles Mögliche an Minijobs an, um ihrer Mutter finanziell zu helfen. Sie leistete kleinere Arbeiten in der Nachbarschaft, denn jeder Cent zählte. Ihr erster Kontakt mit illegalen Straßenrennen war rein zufällig. Eines Nachts, als der Klang von dröhnenden Motoren und das Leuchten der Scheinwerfer die Dunkelheit durchbrach, wurde etwas in Jade geweckt. Der Duft von verbranntem Gummi und der Rausch der Geschwindigkeit zogen sie magisch an. Sie begann sich in die Welt der illegalen Rennen zu vertiefen. Sie schloss sich der Blackheart Crew von Pullman an und lernte von den Besten, schraubte an ihren eigenen Autos und perfektionierte ihre Fahrkünste auf verlassenen Straßen und Autobahnen. Ihr Ruf wuchs, nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten hinter dem Lenkrad, sondern auch aufgrund ihrer Loyalität gegenüber ihren Crewmitgliedern. Und auch das Geld spielte eine große Rolle. Damit konnte sie nämlich ihrer Mutter helfen und sie entlasten. Eines Tages entschied sie sich aber, Pullman zu verlassen und somit auch die Blackheart Crew, um im Rockport halt neue Gegner zu finden. Sie forderte dort einen Typen namens Rock heraus und gewann. Beide setzten ihre Fahrzeugpapiere, wodurch sie nun auch ein neues Auto hatte, und zwar ihren bekannten Mustang. Sie verpasste ihm ihren Stil und baute ihn um. Irgendwann landete sie letztendlich auf Platz 8 der Blacklist. Doch das Leben auf der Überholspur hatte seinen Preis. Jade geriet oft an die Grenzen des Gesetzes und musste ständig darauf bedacht sein, nicht erwischt zu werden. Die Nächte wurden länger, die Rennen gefährlicher und die Linie zwischen Aufregung und Gefahr begann zu verschwimmen. Doch hatte sie immer ihre Mutter im Hinterkopf, die sie finanziell unterstützen wollte. Das gab ihr zusätzlich Mut und Kraft, weiterzumachen. Eines Tages traf sie auf einen Mann, der sich in ganz Rockport einen Namen machte, mit dem Ziel, Razor zu besiegen. Sie fuhr ein Rennen gegen ihn, doch sie verlor es. Aber sie hatte Glück, der Mann verzichtete darauf, ihren Wagen zu kassieren. Jade wurde neugierig und sagte dem Mann, dass sie ihm wenigstens ein Essen spendieren müsse, wenn er schon so großzügig ist und den Wagen nicht nimmt. Natürlich hatte sie Hintergedanken. Sie wollte mehr über diesen Mann erfahren und irgendwie schien sie auch ein wenig auf ihn abzufahren. Glücklicherweise willigte er ein. Sie fuhren zu einem Diner und Jade zögerte nicht lang und begann Fragen zu stellen. Sie wollte wissen, warum er sich so akribisch die Blacklist hocharbeitet. Was treibt ihn an? Er erzählte ihr einige Dinge, die in Rockport vorgefallen waren und dass der M3 GTR, mit dem Razor nun auf Platz 1 der Rockport Blacklist ist, eigentlich sein Wagen ist und er beim Rennen gegen Razor betrogen wurde. Sie unterhielten sich noch stundenlang und verstanden sich mehr als gut. Es war wie in so einem völlig überzogenen Liebesfilm. Sorry Leute, aber wirklich, Jade schien sich einfach in dieser kurzen Zeit gnadenlos in diesen Mann verknallt zu haben, weil er auf irgendeine Weise so mysteriös auf sie wirkte und ja, seine Geschichte sie wohl auch irgendwie berührte, auch wenn er ihr noch lange nicht alles erzählt hatte. Aber der Mann schien auch nicht sonderlich abgeneigt zu sein, als Jade die Initiative ergriff und ihren Platz wechselte. Sie setzte sich neben ihn und kam nah ran, fast schon frech, wie selbstbewusst sie ihn anbaggerte. Der Mann schaute sie nur an und ließ es kommentarlos zu. Sie saßen noch eine ganze Weile dort, bis das Diner letztendlich schloss. Am Auto bedankte sich der Mann fürs Essen und sagte, er würde sie zwar gern näher kennenlernen, doch sie würden sich wahrscheinlich nicht wiedersehen. Jade war sichtlich geschockt und fragte warum. Der Mann ging aber nicht ins Detail. Er sagte nur, er müsste zunächst sein Auto zurückbekommen und bis dahin würde er vermutlich zu einem der meistgesuchten Fahrer in Rockport werden.
Außerdem habe er noch andere Angelegenheiten zu erledigen, die nicht ganz risikofrei sind. Jade erwiderte nur, dass sie doch selbst eine gesuchte Rennfahrerin ist und ihr das nichts ausmache. Doch der Mann betonte nochmals, dass es Leute gibt, die ihm nichts Gutes wollen und zu abscheulichen Taten in der Lage sind. Er möchte nicht, dass sie ins Fadenkreuz dieser Leute gerät und riet ihr sogar, das Lenkrad an den Nagel zu hängen und sich aus dieser Szene zurückzuziehen. Jade blieb hartnäckig und riet ihm doch, das Gleiche zu tun. Sie könnten zusammen den M3 zurückholen und dann aus der illegalen Szene aussteigen. Und der Mann unterbrach sie an der Stelle und sagte nur, er kann nicht vor seiner Vergangenheit fliehen. Dann stieg er einfach in seinen Wagen und fuhr davon. Zwischen illegalen Rennen und nächtlichen Fluchten fand Jade eine unerwartete Liebe, die sie dazu brachte, ihr Leben zu überdenken. Die Verbindung zwischen ihr und diesem Mann öffnete neue Perspektiven und ließ sie über die Konsequenzen ihrer riskanten Leidenschaft nachdenken. Schließlich traf sie die Entscheidung, aus dem gefährlichen Rennleben auszusteigen. Sie wollte eine Zukunft, die mehr bot als nur den Nervenkitzel der Geschwindigkeit. Und vor allem nach dem großen Vorfall mit der Polizei in Rockport wollte sie wirklich nicht mehr in dieser Szene unterwegs sein, denn auch nach dem Event war es in Rockport nicht mehr sicher. Die Polizei war extrem verstärkt unterwegs und Rennen waren kaum noch möglich für einen gewissen Zeitraum. Mit ihrem gewonnenen Wissen über Autos fand sie einen Job als Mechanikerin bei Izzy und begann ihre Fähigkeiten auf legale Weise zu nutzen. Sie freundeten sich sehr gut an und Izzy bot ihr an, einen Kontakt mit einem Beamten herzustellen, der auch ihr geholfen hatte, ihre Weste reinzuwaschen. Denn wer Izzys Story kennt, weiß, dass sie sich der Polizei stellte, damit sie ein ruhiges Leben führen konnte. Und das tat dann auch Jade, einfach damit sie nicht mehr Gefahr läuft, irgendwann mal verhaftet zu werden. Während der Ereignisse in Rockport sah sie den Mann nicht wieder. Es verging einige Zeit, doch so ganz konnte sie ihn nicht vergessen. Bis sie eines Tages erfuhr, dass der M3 GTR in Olympic City in einer Werkstatt steht, in der auch ein alter Bekannter arbeitet. Sie brach sofort auf in der Hoffnung, ihn wiederzusehen, doch als sie ankam und nach dem Wagen fragte, war dieser bereits nicht mehr vor Ort. Sie fragte Tess, ob er weiß, wo der Mann mit dem Wagen hingefahren sein könnte, doch Tess erzählte ihr, dass der Wagen von einem Polizisten abgeholt wurde. Jade begann sich zu wundern. Sie fragte, ob der Mann, der Most Wanted von Rockport, vielleicht zur Polizei übergelaufen ist. In dem Moment kam TJ in die Halle und sagte, nein, der, den du suchst, ist kein Polizist und du wirst ihn auch nicht in dieser Stadt finden. Und auch wenn du den M3 suchst und vielleicht sogar findest, wirst du ihn trotzdem nicht finden. Jade fragte TJ, ob er noch mehr weiß. Was war mit dem Mann passiert? Warum ist der M3 in Polizeihand? Doch TJ antwortete nicht darauf. Er sagte nur, lass es einfach gut sein und geh wieder nach Hause, Mädchen. Ratlos blieb ihr aber auch nichts anderes übrig, als wieder nach Hause zu fahren. Sie hatte keine weiteren Anhaltspunkte. Der Mann schien einfach unauffindbar zu sein und so lebte sie wie gewohnt weiter, immer mit der Hoffnung, er würde eines Tages doch wieder auftauchen. Und wieder verging einige Zeit und ein schönes Tages saß Izzy, Jade und einige Freunde draußen vor der Werkstatt, waren am Grillen, als plötzlich ein sehr lautes Knallen zu hören war, ein wohl sehr heftig getunter Wagen. Und dieser war auf direktem Weg zu der Werkstatt. Und als er um die Ecke kam, sahen sie einen orangenen Nissan Skyline mit einem auffälligen Vinyl, auf dem Eastsiders stand. Dieser Skyline gehörte einem sowohl sehr bekannten Fahrer aus Olympic City. Es war Eddie. Der hatte ein Problem mit seinem Turbolader. Und ja, so genau kannten sie ihn nicht, sie hatten mal von ihm gehört, aber naja, sie haben sich nichts draus gemacht, sie haben ihm geholfen. Der Wagen stand also in der Werkstatt, Eddie und seine Freundin tranken dort einen Kaffee und plauderten mit Izzy. Sie sprachen ein wenig, was so in Rockport abging und auch, was mit diesem M3 vorgefallen ist. Und Eddie meinte, oh ja, dieser M3 GTR, da habe ich schon was von gehört. Ich glaube, ich kenne den Typen, der den Wagen gefahren hat. Mit dem hatte ich es in der Vergangenheit auch mal zu tun. Da wurde Jade hellhörig. Sie hatte den Turbo vom Skyline schon neu eingestellt und musste eigentlich nur noch die Werte prüfen. Aber sie gesellte sich erstmal kurz zu den anderen an den Tisch und fragte unauffällig, so gut es ging,
Hey Eddie, kannst du mir eventuell etwas mehr über den Kerl erzählen oder auch den M3? Ich fand diesen Wagen ziemlich spektakulär. Ne, sie tat halt so, als wäre sie mehr an dem Wagen als an dem Mann interessiert. Und Eddie erzählte ein wenig aus dem Nähkästchen. Er sagte einfach, ja, dieser Typ tauchte damals einfach aus dem Nichts auf in Olympic City. Er hatte kein Auto, kein gar nichts. Und ja, er hatte dort eine Frau kennengelernt namens Samantha, die ihm ein bisschen ausgeholfen hat und ihm ein Auto besorgt hat. Und da hat der Kerl sich einfach mal kackendreist die ganze Liste hochgearbeitet. Also er ist einer der berüchtigsten Fahrer geworden und hat selbst mir Konkurrenz gemacht und mich sogar besiegt. Und selbst meine Freundin hat er fertig gemacht mit ihrem 350Z. Aber danach ging es ihm nicht sehr gut. Er wurde ja mehr oder weniger attackiert, kann man sagen. Irgend so ein Typ aus Bayview hat ihn ja angegriffen, könnte man sagen. Auf jeden Fall wurde er in eine Falle gelockt. Irgendwem hat es scheinbar nicht gepasst, dass er so viel Erfolg in Olympic City hatte und auch so einen kräftigen Wagen mittlerweile. Und kurz darauf verließ er auch die Stadt. Was dann mit ihm passierte, weiß ich nicht ganz so genau. Ich weiß nur, dass Chad ihm irgendwann nochmal begegnet ist und er da schon diesen M3 hatte. Chad, ja, er war damals auch in meiner Crew, der hat sich natürlich wieder mit dem angelegt und gnadenlos verloren. Also dieser M3 ist schon ein ganz irres Teil. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären soll. Ich weiß auch nicht, wo der Typ den Wagen her hat, weil das ist eigentlich kein Serienfahrzeug. Das ist nicht mit unseren Autos zu vergleichen. Das Ding kommt wohl direkt aus dem Rennsport und ist einfach eine monströse Maschine. Also mir fällt kein Wagen ein, mit dem man es gegen den aufnehmen kann, wenn da ein guter Fahrer hinterm Steuer sitzt. Selbst der dickste Porsche mit so und so viel Leistung schafft es nicht, weil dieser BMW einfach für Rennen gemacht ist. Nichts liegt so krass auf der Straße wie ein Rennwagen und ja, fragt mich nicht, ich weiß nicht, wo der Wagen herkommt. Ich weiß nur, dass er ziemlich bekannt ist und es mittlerweile sehr viele Replikas davon gibt, aber keiner kommt ans Original ran. Und was mit diesem Typen ist, ich habe keine Ahnung, ich habe ihn nie wieder gesehen und weiß auch nicht, wo er sich aufhält. Jade schaute ein bisschen traurig drein und Eddie wunderte sich so, hey, was ist, wo liegt das Problem? Aber Jade sagte einfach nichts mehr dazu und sagte, hey, ich prüfe jetzt die Werte von deinem Wagen und dann ist das Ding fertig. Nach getaner Arbeit zog Eddie wieder ab. Izzy ging nochmal auf Jade zu und fragte, hey, du hast gerade so komisch geschaut. Was interessiert dich so sehr an dem Wagen oder an dem Mann? Gab es da irgendeinen Vorfall oder so? Aber Jade sagte, nein, ist schon okay. Hat mich nur so interessiert, weil das ja schon eine ziemlich wilde Geschichte damals war. Und dann wechselte sie auch schnell das Thema und sagte, hey, wir haben hier noch ein Kundenfahrzeug, lass uns mal um den Civic kümmern. Und ging direkt wieder an die Arbeit. Izzy wunderte sich, aber fragte auch nicht weiter nach, weil es sah wirklich schon sehr danach aus, dass Jade das Ganze ziemlich belastet, warum auch immer. Aber Izzy war nicht der Typ, der lange nachbohrt und Menschen nervt. Sie hat es einfach auf sich beruhen lassen. Ja, und das war's schon wieder mit der Story. Das war die Story von Jules oder wie auch immer man das jetzt ausspricht, von Jade. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst gerne ein Like da, um den Kanal und das Format zu supporten. Ne, kommentieren, nicht vergessen, was ihr davon haltet von der Story, immer und abonnieren natürlich, ne, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, wir kommen der Top 5 immer näher, langsam wird es richtig interessant, ne. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.